Hallo und willkommen zu einem kleinen Streaming-Projekt, und zwar ein Speedrun sollte es werden. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, dass ich das vorhab, und ja, da ist es. Zwar diesmal ohne Live-Let's Play, einfach aus dem Grunde, es ist viel zu kurz. Für 5 Minuten online gehen lohnt sich nicht, weil in der Zwischenzeit wird wohl kaum einer einschalten. Daher, wie man sieht, landet es auf YouTube, ist es auf YouTube gelandet. Hoffe ich mal, dass ich es nicht verkacke. Werden alle Items liegen lassen, braucht man nicht. Außer das Schwert. Hoppala. Gut, rein theoretisch würde es auch ohne Schwert gehen, aber wir nehmen es einfach mal mit. Obwohl andererseits, wir kommen ja eh nicht an ihm vorbei. Hat es natürlich ein bisschen Zeit gekostet, leider. Hab den Busch leider auch versemmelt. Macht aber nichts. Wollen ja keinen Rekord aufstellen. Ja, macht nichts. Dann mal voran vorbei. Der lässt uns nicht. Soweit so gut. Eins. Zwei. Na komm. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt alles klappt. Vor allem, dass das Xbox-Pad mitmacht. Ich habe es schon mal hinbekommen, aber auf dem Super Nintendo Pad, da klappt das ganz was besser. So.
So. Wir sind auf dem richtigen Wege. Werden jetzt natürlich einige Sachen ziemlich buggy dargestellt, aber kommt nun mal vor bei einem Glitch. Wir sind gar nicht da, aber Hauptsache wir kämpfen quasi gegen Aghanim. Tschüss. Wie man schon an der Musik hört, hier wäre die Ganon-Map. Ja, voilà. Zelda durch. Ja. Wie versprochen, ein Speedrun. Hoffe, euch hat's gefallen. Hat relativ gut funktioniert. Ich bin zwar an einer Ecke mal hängen geblieben, wie man gesehen hat, aber dafür, dass ich das jetzt schon verdammt lange nicht mehr gemacht habe, hat das relativ gut geklappt. Ja, drei Herzen, erste Rüstung, erstes Schild, erstes Schwert, eigentlich gar nichts eingesammelt. Wozu auch? Ja. Als nächstes wird natürlich parallel Worlds noch abgeschlossen, was klar ist. Dieser Speedrun war jetzt eigentlich auch quasi ein bisschen, um jetzt mit dem PC alles wieder neu einzustellen. Leider war mein Motherboard kaputt und deswegen bin ich jetzt sehr lange nicht mehr online gewesen, konnte nicht streamen und auch nichts mehr Let's Playen. Und ja, schauen wir mal, wie gut das Ganze abläuft und dann werde ich auch demnächst, wenn es ein bisschen kühler ist, wahrscheinlich auch wieder mehr streamen. Jetzt bei der Hitze, ja, mal gucken. Wenn es zu warm ist, werde ich definitiv nicht streamen. Das heißt, soll ja jetzt demnächst noch Gradzahlen von 35 Grad und mehr geben. Da werde ich definitiv nicht streamen. Und wenn es soweit ist, werde ich auch wieder eine kurze Ankündigung machen. Es war noch am selben Tag die Ankündigung. Allerdings halt über Plattformen wie Facebook etc. Vielleicht mache ich das auch bald mal, dass ich ein paar kleine Ankündigungen mache hier auf YouTube. Aber dafür muss halt erstmal so ein bisschen mehr los sein bei mir auf dem Kanal, sage ich mal. Dann sage ich an alle danke fürs Zuschauen. Ich lasse jetzt natürlich den Abspann noch laufen. Finde, gehört dazu. Ja, da buggt schon der Hintergrund. Also man sieht, bei dem Glitchrand sind hier und da natürlich ein paar kleine Bugs drin. Kommt vor. Ja, da die alte Frau hat die Klamotten von dem einen Typen, der, den man mit den Pegasus-Stiefeln jagen kann. Also hat sich hier und da ein bisschen was geglitscht. Mal schauen, vielleicht wenn ich mal hier und da ein bisschen rumprobiert habe, vielleicht kriege ich auch noch andere Spiele hin mit Speedrun. Aber das wird sich dann zeigen. Immer wieder ein tolles Spiel. Und für mich persönlich immer noch eines meiner Lieblings-Zelda-Teile.
Na, da ist er ja, den ich meinte. Wie lange ich jetzt insgesamt gebraucht habe, weiß ich gerade nicht. Aber ich werde es ja sehen anhand der Aufnahmen und werde dann auch als Titel dann reinschreiben, wie lange es war. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann auch beim Livestream.